Mahlzeit, Freunde. Ja, ich melde mich aus meinem neuen LKW. Bin heute am Tage unterwegs, aber es ist sehr schlechtes Wetter. Ich bin ja auch schon in Kopenhagen gewesen, aber das war immer dunkel, deswegen konnte ich von außen noch keine Aufnahmen machen. Hat bis jetzt noch nicht funktioniert. Und ist auch ein bisschen alles, geht so ein bisschen Schlag um Schlag im Moment. Ich fange mal vorne an. Heute ist Dienstag, der 12.11. Und ich bin heute Morgen um 11 Uhr losgefahren nach Wroclaw, oder wie das heißt. Auf jeden Fall nach Polen. Ja. Und bin jetzt gerade auf der A13. Wir haben es jetzt 14.30 Uhr. Ich bin jetzt hier Höhe Mittenwalde. Ja. Ich muss gleich meine 45 Minuten Pause machen und hoffe, dass es dann mal aufhört zu regnen. Weil es die ganze Zeit am Regnen. Und das ist blöd mit Aufnahmen machen. Ne? Ja. Ich habe jetzt noch 48 Kilometer. Dann mache ich 45 Minuten Pause. Auf einer Raststätte, wo ich jetzt nicht weiß, wie die heißt. Ich habe das nur eingegeben, da steht aber nicht der Name von der Raststätte. Was kann ich euch sagen, wenn wir da sind? Jo, einen kleinen Blick nach vorne. Es ist, die ganze Zeit Überholverbot. Von 6 bis 22 Uhr oder bis 20 Uhr irgendwie so. Ist hier Überholverbot für LKWs. Deswegen schön hintereinander herfahren, angesagt. Na gut. Wisst ihr erstmal Bescheid? Ich melde mich. Hört ihr den schönen leisen Blinker? Das ist doch eine Wohltat, ne? Ja. Lieblingsheide heißt die Raststätte. Hier machen wir Pause jetzt. 30 Minuten muss ich machen. 15 habe ich schon. Ich hatte 45 vorhin gesagt, aber ich habe noch mal geguckt. Ich hatte schon 15 Minuten. Ja, mal gucken, wo wir hier stehen bleiben am besten. Ja, noch genug Parkplätze frei. Nicht wahr? So, hier ist doch gut. Wunderbar. Oh, Freunde, machen wir mal ein Päuschen, ne? Oh, schönes Päuschen. Jupp. Ja, wir haben es jetzt gleich 16 Uhr. Pause habe ich gut überstanden, habe schön was gegessen. Ja. Ich fahre jetzt, habe jetzt noch 272 Kilometer. Bin mal gespannt, ob mein Mautgerät funktioniert. Mein Chef hat gesagt, er hat das alles zu Hause umprogrammiert, weil das muss er von zu Hause aus machen. Also auf dieses Fahrzeug, weil das ist mein Mautgerät von meinem anderen LKW noch. Aber da muss ja das Kennzeichen geändert werden und so. Er sagt, er hat das alles gemacht, also müsste normal funktionieren. Also müsste dann ja auf dieser gelbe Ring müsste dann auf grün umspringen. Ja, damit da die Maut dann bezahlt wird in Polen. Ne? Gucken wir mal.
Ich weiß gar nicht, ab 1.1.25 soll ja die Vignette auch wegfallen in Dänemark. Ich weiß auch nicht, ob das dann auch mit den Mautgeräten funktioniert. Oder ob es da wieder extra was gibt. Keine Ahnung. Wäre ja gut, wenn das alles mit dem einen Gerät geht, ne? Das kann man ja, ja, überall da, wo es das gibt, da kann man das ja erweitern. Ne? Ich finde die Dinger gut. Die sind nicht so riesig groß. Ja, hat schon was. Jo. Dann fahren wir erstmal zur Grenze jetzt. Und dann, ich glaube, Forst, ne, heißt der Grenzübergang. Ja, müsste Forst sein. Ja. Wie gesagt, ich bin ja hier auf A13 Richtung Cottbus. Dann müsste ich Grenzübergang Forst dann rüber nach Polen fahren. Normalerweise, also müsste das so sein. Ich melde mich. So, jetzt noch 1 Kilometer, dann sind wir an der Grenze. Hier ist die deutsche Überfahrt. Oh, da staut sich aber hier. Okay. Ja, Deutschland macht viel Kontrollen, ne? Von Polen rein. Da hinten sehe ich auch Blaulicht. Ah ja. Gucken wir mal. Nach 500 Metern dem Straßenverlauf weiter folgen. Ja, machen wir das. Schade, dass das nicht so wie in Holland ist oder so, ne? Dass das so ruhig in eins übergeht. Das ist nach Polen immer noch ein bisschen anders, ne? Ist leider so. Dem Streckenverlauf 75 Kilometer folgen. Ziehen sie Autos raus, die sie kontrollieren wollen. Ja, hier war ich auch noch nicht, Kollegen. Hier war ich auch noch nicht. Das erste Mal hier. Ah, guck, hier ist gleich eine Raststätte oder ein Autohof oder was das ist. Das ist doch schön. Ah, mein Mautgerät ist umgesprungen auf grün. Ah, super, da bin ich ja beruhigt. Tacho brauche ich normalerweise hier auch nicht umstellen bei dem Auto. Ich gucke aber gleich lieber nochmal. Weil, wer weiß, ne? Wenn da ja Parkplatz mal anhalten, hier 4 Kilometer kommt noch ein Parkplatz. Da werde ich nochmal gucken, ob das wirklich auf Polen umgesprungen ist. Nicht stellen wir es dann manuell ein. Aber normal soll er das alleine machen. So, Freunde, jetzt geht's weiter. Also, Tacho hat er alleine umgestellt. Alles gut. Aber das Mautgerät stimmte nicht. Das stand auf größer als 12 Tonnen. Das muss auf größer als 18 stehen und Achsen 4. Ne? Da stand nur Achsen 2. Genau, Euro 6 stimmt. Ja. So ist das. Jetzt stimmt alles. Fahren wir mal weiter. Ja, na gut, dass ich nochmal angehalten habe. Dem Streckenverlauf 69 Kilometer folgen. Der LKW, der warnt auch auf der linken Seite, nicht nur auf der rechten Seite. Also wenn links was fährt, dann sagt er auch,
aufpassen, da ist was. Down in Georgia, wore a tie every day, but the city of life got heavy, and the music led the way. Packed up his old guitar, left the high rise behind. Now he's playing bars in Nashville, looking for a sign. They're chasing country dreams down the dirt road tracks, leaving all they know, never looking back. Trading in the fast lane for a slower kind of tune. Finding out the truth beneath the southern moon. They're chasing country dreams where the heartbeat's loud. Singing about their story, standing out in the crowd. From the city lights to the rolling green, they're all chasing country dreams. She was a singer in the city, Broadway bright as day. But the song she sang felt empty in a world so far away. Bought herself a ticket one way to Tennessee. Now she's writing songs about a heartache in the places she's been free. They're chasing country dreams down the dirt road tracks, leaving all they know, never looking back. Trading in the fast lane for a slower kind of tune. Finding out the truth beneath the southern moon. They're chasing country dreams where the heartbeat's loud. Singing about their story, standing out in the crowd. From the city lights to the rolling green, they're all chasing country dreams. Ja, ich habe jetzt noch 60 Kilometer bis zum Ziel. Hier ist ganz schön viel Verkehr, muss ich sagen. Ist zwar nur eine zweispurige Autobahn, in jede Richtung zwei Spuren nur, aber also Richtung Deutschland hier ganz schön viel Lkw-Verkehr. Meine Richtung kann ich nicht so beurteilen, aber ist auch, ja, so wie ich das beurteilen kann, auch ganz gut was los. Also dieses Werbefahren habe ich so das Gefühl, als die Autobahn, die nach Posen geht, nach Potsdam und Warschau. Das kann natürlich auch täuschen oder an der Uhrzeit liegen, das weiß ich nicht. Bei mir kommt das sehr viel vor. Also gerade da drüben so. Das geht ganz schön ab. Und kalt ist es geworden. 1,9 Grad nur. Ja, soll 1 Grad minus geben heute Nacht hier. Tief im Osten, ne? Ja, ja. Ja, aber sonst alles Autobahn bis jetzt. Alles soweit ganz gut ausgebaut. Ich staune, wie viel Lagerhäuser hier entstanden sind, wie viele Industriegebiete und ja, das ist Wahnsinn. Echt verrückt. Ich war ganz früher mal in dieser Gegend hier, aber das ist schon sehr, sehr lange her, da bin ich noch gar keine Lkw gefahren. Da gab es ja gar keine Autobahn. Ja. Da sah das hier alles noch ganz anders aus. Ja, schade, dass es schon wieder dunkel ist. Ne? Kann ich euch nicht so viel zeigen. Aber naja. Gucken wir mal, wann wir da wegfahren. Ich weiß es nicht. Muss ich fragen. Und dann, vielleicht ist es ja dann hell auf der Rückfahrt morgen. Dann kann ich euch mehr zeigen. Ja, ich bin jetzt bei FedEx. Die haben gerade zu mir gesagt, ich soll noch ungefähr 5 bis 10 Minuten warten, dann wird die Rampe 5 frei. Da soll ich dann ranfahren. So wie ich sie verstanden habe, laden die dann ab. Weil hier,
Das ist so ein Industriekomplex, wo mehrere Firmen drauf sind. Ja, ihr seht ja selber, also das, was ihr hier seht, von der Rampe an hier, wo der LKW hier steht, bis da hinten hin, ja, das ist halt FedEx, ne? Und der Rest weiß ich nicht. Das sind andere Firmen. Also ich weiß nicht, wo man hier stehen soll, um jetzt Pause zu machen. Keine Ahnung. Jetzt wird Ralf. Achso, die satteln um die beiden. Die tauschen wohl die Trailer. Ja. Aber an Rampe 5 steht auch ein Volvo, so ähnlich wie der hier vorne steht. Ja. Naja, warten wir mal einen Moment. Guten Morgen, wir haben es 5.30 Uhr. Ich stehe ja hier noch an der Rampe hier von gestern. Ich durfte hier an der Rampe Pause machen. Bin um 20 Uhr habe ich hier an der Rampe gestanden, bin ich in Pause gegangen. Und um 6 Uhr habe ich reguläre Abfahrt hier. Ja, ich denke mal, die fangen gleich an mit Laden. Und guckt euch das an, wie schön das hier am Schneien ist. Ja, wir haben es minus 1 Grad. Schön nass kalt. Ja, aber ist nicht glatt, ist alles gut. Ja, Freunde, das ist der neue, ne? Ist zwar kein Tageslicht, aber hier ist es ja ganz gut beleuchtet. Ja, mit ohne Spiegel. Wie gesagt, ich persönlich finde es aus Gründen der Sicherheit viel besser. Weil man diesen toten Winkel nicht hat, ne? Hinter diesen Spiegeln, gerade auf der linken Seite, wenn man jetzt so in einen Kreisel reinfährt, da verschwindet ein ganzer 7,5 Tonner hinter, ne? Also mir ist das schon öfters passiert, dass ich da Fahrzeuge übersehen habe. Ganz schlimm ist es bei Radfahrern oder Mopedfahrern. Das ist gefährlich. Ja, deswegen, ich finde die Mirrorcams gut. Also die neuen jetzt sowieso, die gucken wir nicht mehr so weit raus. Ja, auch nachts, das Bild ist gut. Ja, ein paar schöne Neuheiten. Ich habe jetzt hier diese Systeme nochmal für Abstand und Fahrzeugerkennung. Das haben sie jetzt auch hier hingebaut. Das hat er einmal auf der rechten Seite, ne? Wenn was neben einem ist und man will abbiegen und sieht das nicht, dann habt ihr ja schon öfters gehört, dann hupt das. Und das gleiche hat er hier auf der linken Seite jetzt auch. Also auch wenn links jemand hier neben ist, fängt er an zu hupen. Ja. Ansonsten ist er leider gar nicht mehr so ganz sauber, weil ich ja schon wieder fast 2000 Kilometer damit gefahren bin seit Sonntagabend. Wir haben ja heute Mittwoch mittlerweile. Ja. Was ich auch ganz schön finde, ist, kann man das sehen jetzt? Ja, der Mercedes-Stern, wenn man die Tür aufmacht. Das wird, glaube ich, hier über diese Leuchte gesteuert. Am Anfang habe ich ganz blöd geguckt und gedacht, wo kommt denn das her? Kommt das von da oben? Und bis ich dann gesehen habe, hier. Ja, hat er auch auf beiden Seiten. Ja, gut, muss man nicht haben. Aber ich finde es ganz witzig. Gibt es ja von Scania und Volvo, glaube ich, auch. Es gibt von mehreren Herstellern. Ist halt so ein kleines Feature. Das ist halt die, wie nennt sich die Ausstattung? Style Line. Richtig. Ich habe jetzt innen schon meinen Dings aufgebaut. Mein Stativ zum Film. Aber er hat halt diese Kuschelecke hier, ne? Aber ich schlafe im Moment trotzdem unten. Ich baue das halt um. Ich finde das nicht so schlimm mit dem Umbauen. Mein Bett da erstmal da drauf liegen. Ich werde das wahrscheinlich da oben dann hinlegen. Ich habe eine Nacht mal oben geschlafen, aber irgendwie ist mir das zu umständlich. Links hat er einen schönen Ledersitz und auch ein Lederlenkrad. Hier hat er leider Stoff. Aber ich will sowieso noch einen anderen Boden reinmachen. Und mal gucken, ob ich da einen Bezug für bekomme, der ähnlich aussieht
wie links der Bezug von dem Sitz. So, da war die Kamera aus. Die spinnt im Moment ein bisschen, aber egal. Ne? Weil der Sitz, den finde ich ganz schick. Das ist so ein, ja, nicht schwarz, nicht grau, genau wie das Lenkrad. Finde ich ganz schick. Deswegen auch mit den Nähten, wäre schön, wenn ich da was bekommen würde, was so aussieht, das für den Sitz da drüben. Ne? Ja, ansonsten hat er jetzt hier so diese Fußmatten drin. Ist auch in Ordnung, aber wie gesagt, mal gucken, was ich da so finde. Ja, dann hier die Cams, ne? Das kennt ihr ja auch. Und wie gesagt, hier das hier, wenn der Spiegel hier ist, da seht ihr ja schon, wenn ich meinen Arm dahin mache, ne? Da verschwindet dieser ganze Tank, der da ist. Und so war das mit dem Spiegel auch. Ich blende euch da mal ein Bild ein. Da kann man das wunderbar sehen, da ist das gut beschrieben. Ja, ansonsten melde ich mich, wenn es losgeht. Ich habe noch was vergessen. Er hat vorne andere Lampen drin. Also das Licht ist auf jeden Fall viel, viel besser als bei dem alten Modell. Das ist halt auch mit LED-Technik. Ne? Also das normale Fahrlicht und das Fernlicht viel, viel besser. Das Getriebe ist richtig gut. Das haben sie auch nochmal verbessert. Er schaltet richtig schnell und man merkt die Schaltvorgänge kaum. Also sanft und schnell, so wie es sein soll. Ja, und die Zugkraft ist auch sehr gut. Also ich bin jetzt noch keine Berge gefahren, aber so vom Gefühl her, sage ich mal, ist das okay. Gut, ist auch ein größerer Motor drin hier als in dem anderen. Von daher, ja, das ist jetzt der Vergleich ein bisschen gemein, sage ich mal. Kann man nicht direkt mit dem anderen vergleichen. Das andere war, der hatte 450 PS und dieser hier hat 480 PS. Das macht beim Dieselmotor, LKW-Motor schon was aus. Ne? Das ist schon ein Unterschied. Ja. Gut. Ansonsten, ja gut, der Blinker, ne, habe ich ja schon gesagt. Der Blinker ist sehr leise geworden. Die Bedienung von den Elementen ist noch mal besser geworden. Also die spricht schneller an. Diese Touchstream-Geschichte hier. Ja, also es ist schon einiges besser geworden. Ja. Jo. Das war es jetzt aber. Bis später. Gut 2 Stunden unterwegs. Wir sind immer noch am Schneien, aber im plus 1 Grad mittlerweile. Also das ist jetzt nicht so schlimm fürs Fahren, sage ich mal. Ist alles gut. Alles prima. Ich bin auch gleich wieder in Deutschland. Viertelstunde noch, 20 Minuten, dann müsste ich schon wieder über die Grenze fahren. So, jetzt kommt der Grenzübergang nach Deutschland. Oh, 10 km/h darf man hier nur fahren. Das ist ja wenig. Gehen ja sogar mit Maschinenpistole hier, du. Mein lieber Mann. Hast du schlechte Karten, wenn du da durchrauscht?
schnell weg. Ja, Freunde, haben wir schon wieder die 4,5 Stunden gleich voll. 4 Stunden 20 habe ich jetzt. Ich fahre mal hier auf die Raststätte Fichtenplan. Da machen wir 30 Minuten, Viertelstunde habe ich schon. Ja, genau. Ach, da hinten ist sogar ein Restaurant. Ah, nee, doch nicht. Ich dachte. Stimmt, das ist ja zu. Das ist ja geschlossen. Ja, egal. Ich parke hier vorne schön spitzenmäßig ein. Ja, die Raststätte ist geschlossen. Auf beiden Seiten leider. Aber was will man machen? Ne? So ist das nun mal. Es sind viele Raststätten geschlossen worden schon. Da kenne ich schon so einige. Stückchen zurücksetzen. Wunderbar. Pause. So, 10.43 Uhr haben wir es. Es geht wieder los. 14.20 Uhr laut Navi soll ich dann in Langenhagen ankommen. Ja, dann in die Pause. Ab 0 Uhr bin ich wieder auf Abruf. Ja. Oh, da sind aber alle Panzer hier auf den Dingern. Die sehen aber schon ganz schön durchgekämpft aus. Moin Moin! Hallo, hallo! Ja, Freunde, es ist 0.34 Uhr. Und ich düse jetzt mal nach Kolding, nach Dänemark. Ich hatte hier auf dem Hof bei FedEx gleich Pause gemacht. Genau. Ich war ja um 2:30, kurz nach 2:30 war ich hier. Gestern früh, also gestern Nachmittag, früh war es ja nicht, gestern Nachmittag um kurz nach 2:30 war ich hier in Langenhagen und ja, heute ist ja mittlerweile Donnerstag. Ja, so sieht das aus. Oh, was ist denn hier los? Bei DHL ist wieder Stau. Da ist immer viel los hier bei DHL im Moment. Weihnachtsgeschäft. Unstoppable today. 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 Unst
Es ist 7 Uhr, Freunde. Ich bin schon wieder auf dem Weg nach Hamburg. Ich habe den Auflieger auf den Parkplatz gestellt bei FedEx in Kolding und konnte mir gleich einen leeren nehmen. Dann habe ich meine Pause noch gemacht. Ja, und jetzt bin ich wieder auf dem Weg zu FedEx in Hamburg. Hier fährt einer mit 78, 77 auf der Autobahn. Komisch, dass das immer so ist, wenn Überholverbot ist. Ich wette mit euch, sobald Überholverbot vorbei ist, dann sehen wir den nicht mehr. Das ist echt immer seltsam. Hier ist Überholverbot von 6 bis 9 Uhr und von 15 bis 18 Uhr. Ja. Ganz im Ernst, wenn der jetzt der Einzige vor mir wäre, wäre ich schon dran vorbeigefahren. Aber da sind jetzt 4 LKWs, die da hinterher fahren. Das ist mir dann ein bisschen zu heiß. Ja. Weil man kann ja wenigstens 80 fahren, ne? Aber naja, es gibt so Leute, die machen sich da auch irgendwie so einen Spaß draus, ne? Das hast du bei LKW-Fahrern leider oft, dass die rumschleichen, wenn Überholverbot ist oder so zweispurige Stücke. Und sobald es dann wieder anders ist, dann man überholen könnte, dann geben die Gas. Bei Soltau ist das auch ganz oft so. Wenn dann dieses zweispurige Stück vor, da ist ja auch Überholverbot für LKWs. Ja, da hat man das auch ganz oft, dass die da noch nicht mal mit 80 durchfahren durch das ganze Stück. Und sobald das wieder dreispurig ist und man überholen könnte, da siehst du die nicht mehr. Ja, komisch, ne? Aber ist so. Ich glaube, es hat jeder, der LKW fährt, auch schon erlebt. Tja, wenn alles gut durchläuft, müsste ich so gegen 10 Uhr dann in Hamburg sein. Ich werde auch nicht über Elbtunnel fahren, weil das ist mir zu heiß. Da hat er mir eben schon kurz Stau angezeigt. Weil das ist mir zu blöde und ich müsste sowieso ja dann durch die Stadt fahren, weil jetzt fahren wir hier nur noch 70, Alter. Ja, ich müsste dann sowieso durch die Stadt fahren, weil ich ja auf die andere Seite von Hamburg muss, ne? FedEx liegt ja auf der anderen Seite, das liegt ja Moorfleet. Ja, nee, deswegen fahre ich Bad Münster, nee, Neumünster Süd, ne? Genau, Neumünster Süd auf die B205, dann auf die A21, glaube ich, ne? Bad Segeberg da und dann Bargteheide und dann komme ich auf die A1, fahre ich so quer rüber. Ist zwar ein kleines Stückchen weiter, so ungefähr 20 Kilometer mehr, oder noch nicht mal, weiß ich jetzt gar nicht, aber viel mehr ist es auf keinen Fall. Ja, und dann denke ich mal, sind wir da auf der sicheren Seite. Weil A1 müsste ja, bis ich dann da bin, auch laufen, weil Berufsverkehr ist dann auch vorbei. Ja, wichtig ist, dass wir hier halt gut durchkommen, gleich nochmal hier die Baustellen, ne? Radar Hochbrücke und so. Naja, schauen wir mal. Aber so viel Verkehr ist hier gar nicht, muss ich sagen. So, Freunde, ich bin jetzt auf der B205. In Neumünster Süd runtergefahren. Ja, jetzt Richtung Bad Segeberg. Dann fahren wir auf die A21 Richtung Hamburg und dann auf die A1. Ja, müsste klappen. Denke ich doch mal, nicht? So, jetzt fahren wir hier auf die A1 gleich. Die Ausfahrt, dann fahren Sie auf die Autobahn. Soll noch ein Stau sein von 3 Minuten. Ich habe gehofft, dass der ganz weg ist, bis ich hier bin. Weil ich denke mal, das hat mit Berufsverkehr zu tun. Aber soll noch 3 Minuten da sein. Aber es waren vorhin 20. Also von daher alles gut. Mal gucken, ob der überhaupt noch da ist.
Aber das Navi hier, also bis jetzt hat das immer alles gestimmt. Das LKW, interne Navi von dem Auto hier ist auf jeden Fall ziemlich genau. Ganz das Gegenteil von dem anderen. Aber naja, ich will das mal nicht zu viel loben. Ne? Verkehrstechnisch, ja, sieht das ja ziemlich normal aus hier auf der A1. Kilometer noch. Nein, bis 29 sind es genau, bis zu FedEx in Hamburg. Ja, das stand eben so ein bisschen, stockelt so ein bisschen, aber ist nicht der Rede wert. Baustelle ist ja hier schon wieder zu Ende, ist hier Stapelfeld. Brauchen wir nicht drüber reden, das ist gar nichts. Im Verhältnis zu manchen anderen Staus ist das gar nichts. Ja, die haben sie auch, glaube ich, verlängert hier, die Baustelle. Stimmt, die haben sie jetzt hier länger gemacht. Ah, deswegen staut sich das auch hier. Normalerweise staut sich das nämlich hier gar nicht mehr. Aber die ist jetzt ein bisschen verlängert bis hier fast zur Ausfahrt. Das Stück hier rechts, das war vorher nicht. Naja. Jetzt haben wir noch 17 Kilometer. Das kriegen wir auch noch hin. Bin ich um 9.42 Uhr. Bin ich da. Das ist doch super. Das ist doch schön. So, gleich geht das los hier. Gleich sind wir da. 500 Meter noch, dann biegen wir rechts ab. So sagt mir das Navi. Nein, ist auch so, ich kenne ja den Weg. Können wir jetzt auch ausmachen. Oh, das Ding. Zack, 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 zack. Ja, weg. So, dann werde ich gleich mal fragen, ob ich mich hier irgendwo an die Rampe stellen darf oder wie oder was. Wäre ja nicht schlecht. So, Gurt ab. Ich frage mal nach, Leute, ob ich mich hier irgendwo ranstellen kann. Weil ihr seht ja selber, hier ist hier gar kein Platz. Ne? Ach ja, Freunde, also hier auf dem Hof kann ich nicht stehen bleiben, weil das Problem ist jetzt, die da im Büro sind, die haben mit der Nachtschicht nichts zu tun, beziehungsweise mit der Spätschicht, die jetzt heute Nachmittag kommt. Und die wissen nicht, an welcher Rampe ich dann überhaupt fahren soll. Also kann ich mich auch an keine Rampe jetzt stellen. Da stehe ich irgendwo in dem Weg und muss dann meine Pause unterbrechen. Das ist auch scheiße. Deswegen, ich habe jetzt meinen Chef angerufen, ich habe Andreas angerufen, der sagt, fahr auf den Autohof, zieh dir das teure Ticket da, schreib das mit auf deine Spesenrechnung, dann kriegst du das wieder und dann ist alles schick. Ja, aber ich muss mich auch absichern. Ne? Genau.
So, also drehe ich jetzt hier ganz nonchalant um. Und fahre vom Hof. So morgen wird. Ihr seht da hier selber, ihr seht da jetzt nicht, aber jetzt seht ihr das. Ich kann hier nirgends stehen mit dem Trailer jetzt. An der Rampe höchstens, aber wie gesagt, wenn keiner weiß, welche Rampe ich mich hinstellen soll, dann können wir da halt nichts machen. Auf dem Auto sind ja genug Plätze frei jetzt. So, Ticket habe ich geholt. Reihe 12, als Dritter werde, kann ich da parken. Ja, Reihe 12. Gucken, wo die ist, ne? Ja, man muss sich ja immer vorher anmelden hier. Nicht angeschnallt. Das nervt, ne? So, dann gucken wir mal. Reihe 12 als Dritter. Oh, hier sieht man ja gar keine Zahlen. Das ist 12. Hier das Grüne. Ja, das ist schön. Hier ist doch gut. Hätte mir auch eine eigene Reihe geben können, nicht? Naja, egal. Geht schon. So, 9.57 Uhr haben wir es. Nachher geht es weiter. 20.30 Uhr hat Andreas zu mir gesagt, habe ich Abfahrt. Seht ihr? Ich habe das gut, dass ich mit Andreas nochmal gesprochen habe. Ich habe nämlich gedacht 19.30 Uhr. 19.30 Uhr soll ich da sein. Also, alles locker flockig. Leute, bis später. Guten Abend, liebe Leute. So, wir haben es 19.30 Uhr. Ich fahre jetzt mal rüber zur FedEx wieder vom Autohof hier. Und dann sehen wir mal zu, dass wir unsere Ladung aufs Auto bekommen für Langenhagen, ne? Genau. Oh, ich muss aber aufpassen. Hier kann ich gar nicht recht sehen, ob da jemand kommt. Ah ja, nee, kommt keiner. Ah, das, in dem unteren Spiegel kann man das doch ganz gut sehen. Also besser als bei den normalen Spiegeln. Also ich habe mich hier schon dran gewöhnt an diese Mirror Cams. Ich finde die echt gut. Es hat mehr Vorteile als Nachteile, würde ich mal sagen. Also Nachteile fallen mir ehrlich gesagt gar nicht ein. Gut, es sieht ein bisschen, mit Spiegeln sieht der LKW ein bisschen besser aus, das muss man zugeben. Aber ansonsten, es ist auch wirklich das Einzige. So, FedEx. Der Carsten hat mich schon angerufen, hier der Meister hier von FedEx, der den Hof hier leitet und die Autos an die Rampen weist. Jo,
hättest du gefragt, wann ich hier bin. Ich habe ihm gesagt, ich war heute Morgen hier und dann wurde ich weggeschickt. Ich durfte nicht an der Rampe. Nicht dein Ernst, hat er gesagt. Ich sag, ja. Ich wollte, dass es auf einer Rampe steht, dass wir gleich loslegen können. Ja, sagt er, wäre auch besser gewesen, aber ja. So ist das, ne? Ja, da will sich keiner den Schuh anziehen, ne? Das ist immer das Problem. Ja, so, an Rampe 12 soll ich fahren. Rampe 12, das ist die hier links, ne? Ja. Neben den MAN. Dann fahren wir da mal ran. Und dann geht das weiter hin. Uhr, Freunde. Ich bin beladen und fahre jetzt nach Langenhagen. Auto ist voll bis hinten hin. Mein lieber Mann. Schranke auf, auf geht's. Jo, bitteschön. Hupt da, da hupt da. Oh, alles frei. Super. Verkehrstechnisch sollte alles frei sein. Ja. So, ab geht's auf die Bahn. Der hängt echt gut am Gas, der LKW. Wenn der auch noch richtig eingefahren ist, der muss sich ja noch einlaufen. Der hat jetzt 3400 und ein bisschen an Kilometer runter. Ja, ich bin schon über 2500 Kilometer gefahren die Woche. Aber der läuft echt gut. Der zieht gut. Jetzt schon. Schöner Motor ist das, der 480er. Der klingt doch echt schön, richtig schön, kraftvoll. Klingt ganz anders als der andere. Ja, schon viel wieder verändert, ne, mit der Technik, das muss man sagen. Verbrauch liege ich im Moment bei 19 Liter auf 100 Kilometer, aber das kriegen wir auch noch ein bisschen runter. Wie gesagt, er ist ja noch nicht eingefahren, noch nicht eingelaufen. Wenn dann erstmal der erste Service gemacht worden ist und so weiter, dann geht der Spritverbrauch auch runter. War jedenfalls bei dem anderen neuen auch so. Normalerweise ist das immer so bei neuen Autos. Ne? Die müssen sich erstmal eingrooven. My birthdays, I lost too much, that's why I don't celebrate my birthdays.
I lost too much. That's why I've been falling the earthquakes. I lost too much. Guten Morgen, 3.42 Uhr ist es. Ja, heute ist Freitag, der 15.11. Ich bin auf dem Weg nach Bremen. Hab doch noch eine Tour gekriegt. Erst war gar nichts. Ja, jetzt fahren wir nochmal nach Bremen. Ja. Ich hoffe mal, dass dann Schluss ist. Ich hoffe es. Ja, mehr kann ich nicht tun, ne, als hoffen. Naja. Haben jetzt noch 73 Kilometer. Viertel vor vier ungefähr müssen wir da sein. Dann schnell abladen und wieder zurück. Dann mache ich Pause und dann telefoniere ich mal mit Andreas. Ich hoffe, dass ich dann nach Hause kann. Richtung Bremen für 8 Kilometer. Vitakraft. Vitakraft Outlet Store. Das Gesundfutter. Ist es doch immer in der Werbung, ne? Vitakraft, das Gesundfutter. Da ist auch nachts nicht so viel los hier auf A1, ne? Das ist ja auch immer so eine gefürchtete Autobahn hier. Staulastig und so. Ich bin hier jetzt schon lange nicht mehr durchgefahren. Ich weiß gar nicht, wie das hier im Moment ist mit Baustellen. Eine Zeit waren ja hier, oh, ganz, ganz viele böse Baustellen. When you can't decide, old guitar that plays a worn out tune. Sundays that feel like June. I'm thankful for the simple wonders, every joy and every thunder. Grateful for the life I lead and all the love that plants the seed. Waving from across the way, sunsets that paint a brand new day, children's laughter in the summer heat, country roads beneath my feet, warm embrace at the end of night. So, da sind wir in Bremen bei FedEx. Mal gucken, wo wir ranfahren dürfen. Ja, ich stehe schon an der Rampe. Sind schon am Abladen eine ganze Weile. Müssten gleich fertig sein. Was haben wir denn jetzt mittlerweile? Wie viel Uhr? 5.11 Uhr haben wir es. Ja. 5.11 Uhr. Seit 25 Minuten stehe ich jetzt hier dran. Ja, aber müsste gleich leer sein, das Auto. Der fährt schon ziemlich weit hier vorne rein. Ist halt so Sammelkram, ne? Das dauert immer so ein bisschen länger mit dem Abladen. Wenn ja nur die Rollwagen sind, so ohne Paletten, dann geht das immer schneller. Aber so dauert das immer ein bisschen. Wird düster hier, ne? Auf geht's, zurück nach Langenhagen. 5.37 Uhr haben wir es. Das ist doch gut, ne? Oder was?
noch nicht mal 6 Uhr, du. Macht er da? Fährt er weiter oder was macht er? Jo, weg ist er. Über die Kreuzung gebürstet. Ja. Ja, von hier sind das jetzt 116 Kilometer genau wieder zurück. 7.15 Uhr müsste ich da sein. Ja. Absatteln und dann ab in eine Pause. Nicht? Haben wir uns dann ja auch verdient, die Pause, würde ich mal sagen. Kommt da einer angeschnickert? Da müssen wir nur durch. Ich muss gleich nochmal gucken am Auflieger. Werde ich gleich nochmal anhalten. Verrascht steht oder so. Weil irgendwas stimmt da mit der Luftfederung nicht. Gleich noch mal gucken. Ah, jetzt schon gut Verkehr, ne? Eben hatte ich ja gezeigt, hier im Schnelldurchlauf, da war hier noch gar nichts, ne? Jetzt fahren sie alle nach Bremen rein hier. Ja, ja. Das geht dann immer ganz schnell. $1,53,9 Liter Diesel. Okay. Das ist bei uns in Hannover ähnlich. So, Freunde, ich habe jetzt abgesattelt. Und ups. So, heute ist hier, guck mal, eine Sprinter-Invasion. Ja, die holen alles die Ware ab, die die LKWs gebracht haben. Jo. So, Trailer ist ab. Auf wie geht's? Ja, Freunde, ich gehe gleich in die Pause. Heute ist ja Freitag, wie gesagt. Ich denke mal, da wird nichts mehr kommen heute. Das ist meine große Hoffnung. Ja, aber das Video beende ich jetzt trotzdem. Wenn noch was kommen sollte, dann kommt das mit ins nächste Video. Genau. Okay. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen, fürs Liken, fürs Kommentieren. Ihr kennt das Spielchen. Morgen. Ja. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis denn. Oh, hier guckt mal links. Der fährt jetzt immer Helsingborg, hier neuer Lang-LKW. Ah, der fährt Proberunde, ne? Die probieren das aus, ob das geht.